Das Thema Inflatable Wingboards wird von der Firma Slingshot mit dem Namen iFly V1 angegangen. Eine breite, rechteckige Nose ist hier sofort sichtbar und auffällig. Das Ganze ist mit einer Single-Layer-Konstruktion leicht geraten. Und der aufgesetzte Carbonkasten mit integriertem Griff läuft hier parallel zur Deckslinie und gleicht somit auch die doch sehr starke Rockerlinie des gesamten Boards aus. Die 90 Liter Volumen sind verteilt auf 1,52 Meter in der Länge und 69 in der Breite, sodass hier ein Tester mit 72, 73 Kilo ganz unproblematisch aufstehen kann und auch damit bei kabbeligen Bedingungen völlig leicht und ausbalanciert in Verdrängerfahrt unterwegs ist. Aber auch mit 85 Kilo ist das Aufsteigen hier aufgrund der sehr gleichmäßigen Volumenverteilung, also bei allen Inflatables natürlich konstruktionsbedingt, dass man da keine großartigen dicken Verläufe hat, ist das optimal natürlich verteilt. Und wenn man sich eher zentrisch, so wie es auch vorgesehen ist, auf dem Board bewegt, ist das Ganze sehr ausgewogen. Wir haben beim iFly von Slingshot eine stärkere Rockerlinie. Wir haben diesen neutral aufgesetzten Kasten, der hat halt den richtigen Winkel, eine lange Schiene, dass halt wirklich eine ganze Menge verschiedener Flügel hier montiert werden können, und zwar neutral im Trim. Aber wir haben halt inboard an sich eine Rockerlinie, die muss halt durch ein etwas aktives Anpumpverhalten erstmal freigemacht werden. Und mit dem richtigen Schwung löst es sich auch hier auffällig leicht. Vom Luftdruck wird empfohlen, so steht es jedenfalls auf dem Board, 15 bis 18 PSI. Wir haben uns natürlich für die Obergrenze entschieden. Je druckfester das Brett ist, desto angenehmer ist es für uns vom Fahrfeeling. Und da stellen wir wirklich auch fest, dass die Single-Layer-Konstruktion hier eine hervorragende Druckfestigkeit bietet. Oder auch dieses Konzept, dass man unter den Standpositionen, also vordere Fußschlaufen und hintere Fußschlaufen, und der Carbonplatte hat man hier eine zusammenhängende Einheit, die das Ganze sehr konzentriert auf einen Punkt bringt und dadurch ein wirklich direktes Gefühl entsteht, was natürlich nicht ganz einem Hardboard entspricht, aber schon in diese Richtung tendiert. Im gesamten Nose-Bereich haben wir aufgrund der Single-Layer-Konstruktion dadurch natürlich am wenigsten Gewicht, wodurch hier eine gute Agilität und schönes direktes Steuern möglich ist. So spürt man, dass gerade beim Pumpen auch auf der Pitch-Achse hier kaum Verluste gegenüber einem Hardboard zu verzeichnen sind. Das ist wirklich hier schon ein echt ernstzunehmendes Sportgerät. Und auch in der Rolle und der Yaw-Achse liefert hier diese Konstruktion mit dem aufgesetzten Carbon-Plattenkasten eine wirklich gute Leistung. Das Ganze bezieht sich hier auf Masten zwischen 70 und 80 cm. Ab 90 cm wird dann auch eine gewisse Verzögerung und eine gewisse schwächere Kraftübertragung auf den Flügel spürbar. Schauen wir auf die Standposition und die Standsicherheit. Das EVA, was hier aufgeklebt ist, ist schön rutschfest, aber auch nicht zu grippy. Mit unterschiedlichsten Schuhen war das Ganze hier sehr angenehm. Barfuß können wir noch nicht beurteilen, da wir das im Testzeitraum nur mit Schuhen aufgrund der Temperaturen gefahren sind. Von der Standposition ist das Ganze auch schön intuitiv. Das liegt hier einerseits natürlich an dem kompakten Shape. Auf der anderen Seite haben wir diese kleinen Erhebungen an Deck, da wo die Inserts sitzen. Und da spürt man immer sehr genau, wo sich der Fuß gerade befindet. Und deshalb ist es auch echt leicht, ohne hinzugucken, hier wieder immer die richtige Standposition finden zu können. Im Punkto Hängenbleiben der Kante ist es insgesamt bei Inflatables in der Regel aufgrund der Konstruktion. Wenn hier nicht zusätzliche Kunststoffbars aufgeklebt werden,
dann kann man keine scharfe Kante mit einem Inflatable nach dem heutigen Stand der Technik konstruieren, sodass wir immer eine weich verrundete Kante nach oben und unten haben. Und diese bleibt auch in diesem Fall beim iFly V1 von Slingshot nie wirklich hängen und zieht halt auch bei leichtem Kontakt immer ohne Probleme durch. Und da dieses Board halt wirklich nicht hängen bleibt, hilft das natürlich auch bei Sprüngen und Rotationen, um sein Brett halt bei nicht ganz vollendeten Tricks halt nochmal durchs Wasser durchschieben zu können, weil das geht halt einfach insgesamt doch recht leicht. Einzig, wir haben beim Slingshot iFly V1 eine recht starke Nose-Aufbiegung und die bremst bei der Landung den Fluss der Fahrt halt ein klein wenig ab. Man hat doch häufig immer eine leichte Bordberührung vom Wasser, Foil to Foil. Die Sprünge sind selten. Da muss dann in der Regel halt der Startvorgang wieder erneut begonnen werden. Insgesamt fällt das Abbremsen hier aber recht sanft aus, sodass hier die Kontrolle in der Regel nicht verloren geht. Die Frage, die sich häufig natürlich viele stellen, ist, so ein Inflatable Wingfoil Board wirklich ernst zu nehmen als Sportgerät. Klar, das ist halt für den Freerider in verschiedensten Facetten als normales Brett zum Cruisen und für den Leichtwind oder den Einstieg ausreicht. Aber wie sieht es mit der Performance aus? Hier hat Slingshot mit dem iFly V1 in 90 Liter auf jeden Fall das momentan wohl sportlichste und attraktivste Brett in diesem Rahmen gebaut, weil einerseits können hier auch von unserer Seite empfohlen in der langen Trackschiene Flügel von 1000 Quadratzentimeter bis 2000 Quadratzentimeter montiert werden, ohne dass hier in irgendeiner Weise Trimprobleme erscheinen. Man kriegt es ohne weiteres hin, das Ganze auch mit den variabel zu montierenden Fußschlaufen neutral im Trim zu positionieren. Dazu haben wir diese Kompaktheit nicht auf das ganze Brett bezogen, das auch natürlich, aber dass wir halt in der Standposition uns auch immer in dem Bereich bewegen, wo diese Carbonplatte einfach einen sehr hohen Einfluss hat. Dadurch ist halt diese Kombination zwischen Deck und Unterwasserschiff, dem montierten Flügel daran, ziemlich gut als Einheit zu spüren, sodass man hier dem Hardboard-Feeling wirklich sehr nahe kommt und dass auch anspruchsvolle Wingfoiler hier sagen, nein, das fühlt sich wirklich gut an, das ist schon wirklich richtig Performance. Und wenn man das Ganze als Reisebrett zum Beispiel betrachtet, hier ist das Packmaß natürlich dann auch wirklich klein und man hat halt eine Rucksackfunktion. Zubehör ist alles mit dabei, logischerweise eine Hochdruckpumpe mit so einem schlanken Kolben, wie man es auch für andere Subs braucht, und halt eine Tasche, die man als Rucksack oder als normale Tasche verwenden kann. Das Ganze wiegt dann hier, wenn man es transportiert, 9,35 Kilogramm und das geht auch völlig in Ordnung. Da wird der ein oder andere sportlich ambitionierte Wingfoiler, für den diese Volumenklasse hier geeignet ist, schon ins Grübeln kommen, ob das nicht definitiv das Richtige ist, weil Slingshot hat hier echt einen rausgehauen. Balance stimmt halt, Trim-Variationen stimmen, Fahrleistung stimmen. Klar, das Konzept im Unterwasserschiff braucht den etwas aktiveren Anpumpvorgang. Inaktives Anfahren ist hier wirklich schwerer als bei geraden Shapes. Sowas haben wir auch noch im Test. Da wird man den deutlichen Unterschied sehen. Aber wer ein bisschen die Anpumptechnik beherrscht, halt, der wird hier auch mühelos auf dieses Board kommen. Im Vergleich von der Performance zu anderen 90 Liter Brettern im Hardboard-Sektor muss sich das Slingshot iFly nicht wirklich verstecken. Klar, wir kommen hier nicht zu 100% an die Performance des Hardboards ran, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich diese nicht außer Acht zu lassenden Transportvorteile. Die liegen gerade bei den Preisen der Transporte im Flugzeug deutlich auf der Hand. Also hier und da schmerzt das dann vielleicht doch schon mal. Von unserer Seite auf jeden Fall einen doppelten Daumen hoch. Das Ganze ist hier absolut sehr empfehlenswert. Man hat
keinerlei Einschränkungen, was den Spaß angeht, auch wenn man etwas anspruchsvoller ist, was das angeht. Und der Preis von knapp über 1.000 Euro scheint in diesem Zusammenhang auch eher günstig.